Leute und herzlich willkommen zu unserem RP-Projekt Real Farmers. Mit dabei ist heute wieder Varuna. Servus. Und natürlich auch die anderen, die leider nicht bei uns hier mit dem Discord sind. Wir machen unsere Frühstückspause immer noch. Ja. Und was hast du so dabei? Ja, das sind Brötchen mit Frischkäse und Salami. Ah, oh, lecker. Servus, Sepp. Willst du auch ein Brötchen? Servus. Ah, ja, servus. Ja. Ich würde eine Frage zum Aufladen. Wer braucht dann beide mal Geld? Ja, das musste mal den Jürgen fragen. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise eigentlich den Knoll musste das fragen. Achso, ja, wo ist der? Radlader muss die Knoll fragen. Ich muss ihn jetzt so oder so mal was fragen, ob ich seinen Traktor mal gerade leihen kann. Ich gehe mal. Achso, ja, genau. Ich rufe den mal an, ne? Ja, warte noch kurz. Ja. Weißt du was? Der Reinhard, der hat doch geschaut wegen diesem Mann, der durchs Feld gefahren ist. Ich glaube, das war. Ja. Ich glaube, das war der Knoll. Der Knoll? Ja, nachdem der mir den Ponze wieder hingestellt hatte. Ich glaube, das war der Knoll. Frag ihn mal. Ruf ihn mal an, ich will mithören. Ja, ich rufe ihn mal an. Kannst du ihn, glaube ich, gerade mal herholen. Knoll mal anrufen. Ja, mach das. Knolli! Nee, der geht nicht ran. Warte. Warte mal kurz. Knolli! Knoll mal anrufen. Hallo? Hallo. Ah, Knoll. Servus. 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 Bist du eben Moment, durch das stopp, Feld? Stopp. Stopp. Oh, wer ruft mir an? Ich bin in einer... Ja? Hallo? Ich wollte eigentlich mit dem Herrn 6 reden. Ah, der telefoniert gerade, deshalb hat er mir das andere Telefon weitergegeben. Okay. Rufen Sie es, probieren Sie es. Okay, jetzt... Sepp? Ja, der wollte dich sprechen, der Reinhard. Der Reinhard, der flippt hier aus. Da ist wohl einer mit einem Fendt oder so durchgefahren mit Breitreifen und Gewicht. Wo? Beim Sepp Hans. Bei welchem Feld war das? 42, glaube ich. Nee, das war sicher nicht ich. Das war wenn dann dieser vom Elu, dieser Marlon Neumann. Weil der hat den Fendt gehabt. Ich war dort nicht mal in der Nähe. Ah, ich dachte nur, das wärst du gewesen, weil das war direkt nachdem der Ponze wieder gestanden ist. Okay, ich bin mal weg. Bäume zählen. Okay, Tobi. Tobi. Ja. So. Ich geh mal schnell Bäume zählen, weil sonst komme ich hier nie vorwärts und kriege auch kein Geld. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, jetzt habe ich schon wieder verpeilt, ey. Das waren 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kann doch nicht sein, ich habe da schon mehr abgeerntet. Ich muss nochmal zählen. Ich bin zu doof zum Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja doch, klar, 16 plus 6 sind 22. Okay. Dann mache ich jetzt noch 22. Dann mache ich jetzt noch ein paar Bäume. Vielleicht einfach die kleinen hier. Wenn der pro Stück abrechnet. Was ist denn los hier? Ich
23. Also ich muss echt mal sagen, out of RP, das ganze Ding hier onboard zu fahren, ist eine Herausforderung. Und ich bin wirklich zufrieden mit dem, was ich hier leiste. So, waren 23. Hallo? Hallo. Servus. Du, ich wollte nur fragen, ob eh alles jetzt passt. Ja, ich bin bei 23. Alles. 24 okay. Habe ich gerade vorne dran. Okay. Aber keine Probleme mehr. Nee, im Moment passt's. Okay, perfekt. Passt. Ich müsste aber nur mal vielleicht dann mal eine Päuschen machen. Okay. Ich hab, Sie müssen nicht alles machen, gell? Also ja, das hatten Sie ja gesagt. Haben. Ich würde mal, ich mache jetzt gerade noch, das war 24, ich mache jetzt gerade nur die 30 voll. Ja. Und dann würde ich ein Päuschen machen. Okay, passt. Also dann hören Sie auf. Ein Päuschen, ich komme vielleicht dann nochmal und okay. Arbeite noch ein ja. Bisschen. Aber ja. Erstmal müsste ich dann mal gucken, ob ich da irgendwie noch was anderes finde. Mhm. Ist okay. Doch sehr anstrengend hier die ganze Zeit auf dem Bonsen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss sagen, ist mal eine interessante Perspektive hier. Natürlich, natürlich. Ja, ich bin, also wenn ich ehrlich bin, so viel mit dem Ponse arbeiten wir auch nicht, weil eigentlich sind wir kein Forstunternehmen. Aber ja, so macht schon. So, was habe ich schon gesagt? Spaß, 24, ja. Gell? Dann ist das 25. Ja. Ich muss immer mitzählen, sonst wird es halt nichts mehr. Passt. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Wenn Sie keine Lust mehr haben, bitte melden Sie sich. Ja, ich rufe Sie dann nochmal an. Das... Gut, bis dann. Ja. Passt. Dann. Ciao. Auf Wiederhören. Wiederhören. So. Alter, wenn man hier alles abholzen muss, das wird eine ganze Weile dauern. So, was habe ich gesagt? 25. Was ist das? Vor allem, wenn man die ganzen Baumstümpfe hier mal entfernen würde, könnte man hier wieder besser fahren. Das ist 26. So. Wer ist denn hier in meiner Telefonleitung? Oh, Harry, ich bin's. Ich bin wohl. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich Wahlwiederholung. Irgendwie. Aha. Wie Wahlwiederholung. Ja, ich hatte das Handy in der Hosentasche. Ah. Heißt, wahrscheinlich bin ich da irgendwie auf die Knöpfe gekommen hier. Okay. Bin immer noch im Ponse unterwegs, weißt du? Ja, ich habe jetzt endlich mal einen großen Ballenanhänger bekommen. Das mit diesem kleinen da, na, das war ja. Okay, ja, das war nix. Ja, der da ist ja immer runtergefallen. Der hat der Herr Sauf auch schon darüber, ja. Gemeldet, dass der halt nicht so gut funktioniert. Okay. Ja, das ist ja doof. Ja. Okay. Gut, ich leg dann mal wieder auf. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wahlwiederholung. Doofes Ding. So sind sie halt, die Mobiltelefone. Die rufen immer da an, wo sie nicht anrufen sollen. So. Der Neumann hat aber da hier Pflegebereifung drauf, also der kann das eigentlich vorher nicht gewesen sein. Was der Herr Knoll gesagt hat. So, ich habe mich schon wieder verzählt. Ich glaube, ich war jetzt bei 28. Jetzt habe ich alle Bäume so schön abgelegt und jetzt kommt einer quer.
Der Hofer. Wo denn? Das Auto wurde angefahren. Ja, dann geht's ja noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich habe mehr hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind auf der linken Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ich glaube, ich habe die 30 voll. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich mache noch einen. Und dann müsste auf jeden Fall passen. Hallo? Bin ich. Gut. So, dann stelle ich den Ponzi ja mal ab. Dann muss ich mal gucken, dass ich noch was anderes zu arbeiten finde. Ich probiere mal gerade, ob ich den hier noch hinterst bekomme. So, gut. So, dann rufe ich mal gerade den Knoll an, wenn das geht. Ja, Knoll, hallo. Servus. Servus. Du, ich bin jetzt fertig. Ja, passt. Also ich hoffe mal, dass es 30 Bäume waren. Vielleicht waren es auch 31, aber wir nehmen ja okay, passt. 30. Ja. Ich überweise das dann gleich, okay? Jupp, mach das. Passt. Tschö. Tschüss. Tschö. So, irgendwie. Ich komme mein Auto hier nicht mehr vom Fleck. Was ist denn da los? Hä? Die Reifen sehen eigentlich gut aus, aber irgendwie. Das fährt so langsam. Irgendwas stimmt da nicht. Da bin ich ja mal gespannt, was der Junge jetzt anbietet, wie viel Geld. So, jetzt geht's wieder. So, ich fahre jetzt erstmal zum Händler und guck mal, ob der irgendwie noch Geschäft hat. Oder zum LU. Da. Gut. Naja, dann fahre ich mal zum Händler.
Irgendwie habe ich heute. Also, ich muss unbedingt. So. Jetzt läuft's. Ich sollte mir ja eigentlich noch einen Traktor irgendwie fürs Traktor treffen. Mit dem Reinhard sollte ich auch mal sprechen, ob der mir, was er mir subventionieren kann. Vielleicht kann ich auch noch mal ein Fahrzeug von A nach B fahren. Irgendwie. Oh, Telefon. Ja, hallo. Ja, haben Sie den Schwader vom Herrn Sepp, Bauer Sepp, Sepp Hans umgefahren? Nee. Wo ist denn der? Da hinten, ne? Nee, keine Ahnung. Ich komme zwar von da, aber ich habe nicht mal einen Schwader gesehen. Ich war ja die ganze Zeit in Ponce, habe jetzt meine Arbeit beendet und bin jetzt gerade hierher gefahren mit dem Auto. Okay. Können ja mal gucken. Mein Auto ist sauber. Da ist kein Kratzer dran. Ja, das weiß ich. Okay. Gut, bis später. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, Hans-Peter. Hallo? Höre sie nicht. Ich wollte mein Auto noch auf die Seite stellen. So, irgendwie. Gut. So. Auto abgestellt. Hans-Peter? Hallo? Ah, jetzt höre ich sie. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Ja, Sie brauchen kein Taxi mehr nehmen. Das lohnt sich nicht. Aber wir telefonieren mal kurz. Ich wollte nämlich fragen, ob Sie irgendwie Arbeit nächstes Mal für mich haben. Ja, sicher. Da findet sich bestimmt was. Okay. Herr Hofer? Gut, dann... Herr Hofer ist nicht hier, da sind Sie falsch verbunden. Ach so. Gut, Herr Peter, dann... Also. Sehen wir uns morgen wieder? Nee, am Montag wieder. Weil ich mache jetzt mal ein bisschen Wochenende. Machen Sie das. Jo. Gut. Herr Sepp? Sepp? Ja? Der Hans musste schon los ins Wochenende. Alter, die Seemaschine gehört jetzt nicht mir. Die ist einfach jetzt nur als LU-Status gesetzt. Also die wird bei mir nicht bei Geräten gezeigt. Was ist das? Ja, das wird dann noch umgeschrieben. Das mache ich noch. Das wird dann noch umgeschrieben. Gut, also bis dann, Herr Sepp. Ja. Und bis dann, Hans-Peter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis Montag. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.